Hey, yo Leute, das hier ist eine kleine Wühlmaus, die habe ich gefunden auf der Straße und beinahe hätte ich ihn auch zusammengefahren. Dann bin ich wieder zurückgefahren und habe mir gedacht, du kommst mit nach Hause und wir füttern dich erstmal. Er ist noch ziemlich klein, hat seine Augen schon offen und ja, wie er mir rüberkam, eher schwach. Er war auf Futtersuche. Vielleicht hat er auch seine Mama verloren. Aber er ist agil. Er ist, ja, man muss sagen, fit für sein Alter. Hier gebe ich ihm gerade ein kleines Maiskörnchen und das genießt er erst einmal und knabbert schön herum. Ja, das mit dem Tropfen Milch, das war jetzt noch nicht sein Ding. Aber mit Wasser konnte er schon besser umgehen. Ja, zunächst einmal habe ich das Geschlecht bestimmt und festgestellt, er ist ein Junge. Daraufhin bin ich sofort losgegangen und habe ihn ein kleines Zuhause gekauft mit zwei kleinen Kappen, die ich dort auf dem Boden befestigt habe und natürlich sein Futter und ein bisschen Einstreu besorgt. So konnte ich ihn erst einmal füttern. Er hat was zum Knabbern und auch sein kleines Häuschen, in dem er schläft, hat er sehr gut angenommen. Eigentlich reicht für diese Situation ein paar Zebra-Schnipsel, die man da reinmacht. Er selbst hat dann sein Häuschen selbst zugerichtet. Natürlich ein bisschen schlampig. Aber ich habe ein bisschen nachgeholfen, sodass er es sehr bequem hatte. Auch einen kleinen Schaf, wie man sieht, unten links im Bild, ja, als Freund, damit er sich nicht so alleine fühlt. Ja, ich bin erstaunt, wie schön er das Ganze annimmt. Ja, scheinbar gefällt ihm das Haus, in dem er jetzt wohnen darf und knabbert genüsslich an den kleinen Knabbereien, die ich ihm vorgelegt habe. Und schon sitzt er in seinem Häuschen. Und ja, baut sich sein eigenes Höhlenreich, um darin, hoffe ich mal, mit mir ein paar Tage auszuhalten. Wie man sieht, hat er auch sehr schnell gelernt, wo er schlafen wird und wo er sein Fressen bekommt, denn dafür müsste er eigentlich aus seinem Häuschen rausmarschieren. Auch außerhalb seines Häuschens war er sehr beschäftigt mit meinen Ohrringen. In meiner Obhut ist er beachtlich gewachsen. Wir haben jetzt den zweiten Tag. Der kleine Kerl scheint noch ein bisschen ängstlich und sehr langsam in seiner Motorik.
Jedoch wird sich das alles nach dem dritten, vierten Tag ändern. Er ist von Sekunde zu Sekunde stärker geworden und natürlich auch mutiger. Ist er nicht süß? Diese kleinen Augen und diese Mini-Ohren. Und an seinem Schnauze bemerkt man ja auch und sieht man, dass es so ein Wühlnäschen ist. Hübscher Kerl. Er hat keine Flöhe, er hat keine Parasiten. Ich habe ihn richtig abgecheckt. Natürlich auch sein Geschlecht. Und ja, er ist ein Junge. Ist er nicht süß? Ich habe mich richtig verliebt in ihn. Da versucht er wieder seine Wühleigenschaften auszunutzen. Und er hat natürlich auch seinen Kot abgelassen, wie man sieht. Das hat er ein paar Mal gemacht. Dieser Kot ist ziemlich trocken, also hat auch keinen Durchfall oder sonst noch irgendetwas. Er ist ein sehr gesundes Kerlchen. Natürlich schwach, wie gesagt, aber er wird von Tag zu Tag von mir besser aufgepäppelt. Ja, hier wird mein kleiner Junge von mir gefüttert. Dafür habe ich mir einen Pinsel besorgt, den ich immer wieder in eine Mäusemilch, das ich mir besorgt habe, getaucht habe und so gefüttert habe. Ihr seht, er liebt es. Er ist echt verrückt danach gewesen und das habe ich dreimal am Tag so mit ihm gemacht. Und das lässt ihn natürlich auch kräftig werden und wachsen. Ihr seht, sein Mund ist voller Milch und ihm schmeckt's einfach. Er war sehr umgänglich, wirklich. Ich muss sagen, das trifft man selten. Ja, und jetzt bitte nicht wundern, was ich hier gerade vorhabe mit ihm. Ja, jetzt putzt er sich auch noch. Gott, ich fress dich auf, ich schwöre. Wirklich wahr. So ein hübscher Kerl, ich bin sowas von verknallt, absolut verschossen. Schaut ihn euch an. Also dieser Q-Tipp ist jetzt einfach nur eine kleine Idee, die ich mir aus dem Internet herausgezogen habe. Nach dem Essen sozusagen oder nach dem Trinken sollte man ja kleine Babys eigentlich stimulieren. Das heißt, mit dem Q-Tip wird ja dann sein Bauch, sein kleines Bäuchlein, wird quasi jetzt erst einmal schnell noch Mündchen abwaschen. So, das machte die Mama ja auch mit ihm. Und jetzt, er liegt schon sehr weich in meiner Hand und bewegt sich ja kaum. Und genau das würde auch seine Mama mit ihm tun. Und zwar ihn am Bauch stimulieren, damit er Kot ablassen kann. Und ja, ja, schaut euch an. Er ist ein großer Turnmeister. Das hat er natürlich mehrmals bewiesen. Und kräftig ist er geworden. Ich bin echt stolz auf ihn. Süßer kleiner Kerl, oder? Süß. Sowas von süß, ich schwör. Ja, schön am Rücken auch. Kleine Massage, das liebt er. Man merkt, er ist echt noch ein kleines Baby. Ich weiß nicht,
welches Alter er haben könnte, aber ich schätze mal 6 bis 8 Wochen. Die Augen sind offen. Eigentlich, ja, es geht sehr schnell bei denen. Die wachsen innerhalb von Tagen, von Tag zu Tag werden sie eigentlich agiler. Und ich bin froh, dass er seine Augen offen hatte und nicht geschlossen, weil dann wäre es doch ein bisschen mehr Arbeit. Aber so ist er echt umgänglich und er lässt, wie man sieht, ja alles mit sich machen. Hier sieht man ja auch schon, wie der Kot kommt. Sauber, nicht nass, sondern eher trocken, schön weich in der Konsistenz. Da weiß ich schon aus meiner eigenen Erfahrung heraus dann, dass er eigentlich einen gesunden Kot hat und sauber ist. Da sieht man es nochmal sehr schön. Genau. Somit stimuliere ich seinen Darm, dass es auch ein bisschen funktioniert. Denn wie gesagt, ich übernehme die Rolle seiner Mama. Ja, kleiner Kerl, man sieht genau, dass er jetzt schon den 3. und sogar auch, glaube ich, den 4. Tag hier schon hat. Sein Köpfchen ist schon ausgeprägter, seine Augen sind hellwach und er entdeckt die Welt gerade richtig gut. Nein, ich drücke ihn nicht. Er sitzt sehr locker in meiner Hand und ja, versucht auch kleine Knabberspielchen mit mir. Nur schmecke ich ihn bestimmt nicht und dann lässt er auch sofort wieder ab. Es tut nicht weh, kein gar nichts. Und hier leckt er mich die ganze Zeit ab. Ja, ich denke einmal, das sind seine Fluchtspiele, die er versucht jetzt zu machen. Er hat überhaupt keine Angst vor mir und das freut mich natürlich sehr. Ja, du kleiner Kerl, jetzt sitzt du wieder in meiner Hand, wie immer. Das tut er natürlich sehr, sehr gerne. Und ich merke, wie langsam deine Augen sich schließen werden und du schön in einen tiefen Schlaf verschwindest und jetzt. So, kleiner Prinz, jetzt ist es dunkel, schön schlafen. Man sieht an der Zuckbewegung seines Schwanzes, dass er in einem tiefen, 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 tiefen Schlaf versetzt wurde. Ich kann nämlich hypnotisieren. Ist er nicht süß? Wie er da liegt. Diese Zitterbewegung, könnt ihr das sehen? Kleiner Kerl. Genießt es einfach noch. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.
took your coat off and stood in the rain. You were always crazy like that, and I watched from my window. I always felt I was outside. Fashionably sensitive, but too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. You're breaking my heart. Stood in the rain. You're always crazy. Nun ist es aber auch wieder Zeit, mein Kleiner. Ich muss dich abgeben, ich will dich gerne behalten, jedoch brauchst du Freunde, die ich dir nicht geben kann und die Zeit leider auch nicht habe. Dort wirst du es besser haben, denn eine gute Bekannte wird dich aufnehmen und ich hoffe, dass du mit sehr vielen Mäusen zusammenkommst und ja, vielleicht eine kleine Familie gründest. Das wäre doch toll, findest du nicht? Leb wohl, mein Schatz. Es war schön mit dir. Thank you.